willkommen hier bei Kuchen TV Uncut. Wir reagieren heute auf Kormane Krieger. Der hat nämlich eine Reaction auf mein gestriges Video gemacht. War es gestern? Ja. Ein mega heftig, ultra krass, super mega Statement Reaction auf Kuchen TV zu diesen drei abgestürzten YouTubern. Da war er ja nochmal drin. Und bin gespannt. Der war ja auch im Chat von Monte. Ich weiß nicht, welche Reaction zuerst gekommen ist, welche grün ist. Gucken wir mal, ne? Hallo, herzlich willkommen YouTuber Uncommander Krieger und herzlich willkommen zu einem YouTube-Video mal wieder. Ja, aber guck mal, das ist halt schon das erste, das sind halt irgendwie 20 FPS, ne? Lange, lange ist es ja gefühlt, also für meine Verhältnisse, ich glaube, es gab mal Tage, da habe ich mehr. Aber es gibt auf jeden Fall schon mal ein Like, liked mal das Video, wenn ihr Zeit habt. Ich packe jetzt mal die Hose. Lass uns mal unterstützen. Denn darum geht es auch heute ein bisschen. Ich habe im letzten Monat, ich glaube, mit YouTube 120 Euro verdient oder 150 Euro verdient. So wenig wie noch nie zuvor in meiner gesamten Zeit. Aber wir machen es so, ich schicke euch den Link. Wäre aber dann korrekt, damit die Watchtime nicht runtergeht. Lasst das Video mal, während wir es gucken, im Hintergrund einfach laufen, einfach gemutet. Der ich auf YouTube bin. Und schreibt einen netten Kommentar. KuchenTV hat ein Video hochgeladen mit dem charismatischen Titel 3 mega heftig, ultra krass, hab super ich, mega abgestürzte YouTuber. Habe ich gerade eine Donation bekommen oder was? Hashtag 836. Also von meinen, ich glaube 4000, ich weiß gar nicht, wie viele Videos ich insgesamt hochgeladen habe. 4300, hast nicht gesehen, Videos, was weiß ich wie viel. Hat es einen Grund, warum ich mich momentan auf YouTube so ein bisschen zurückgezogen habe? Aber dazu komme ich später noch. Wir gucken uns jetzt dieses Video an. Es wird eine Reaction auf dieses Video geben. Und zwar keine, wo ich jetzt, was weiß ich, mein Gesicht ganz groß mache und sage, ich muss irgendwie, was weiß ich. Es wird eine normale Reaction geben. Ich habe dieses Video noch nicht gesehen. Ich weiß, dass Monte sich das eben angeschaut hat. Und wir dadurch kurz ein Gespräch hatten. Hä, aber er hat es doch dann schon gesehen. Er war doch im Chat. Hä? Ja, also ich habe gesehen, dass Monte das gesehen hat. Ich war auch im Chat, habe mit ihm geschrieben. Ah, das Video habe ich noch nicht gesehen. Naja. Und ich möchte auf das Video von KuchenTV reagieren. Und werde darauf so reagieren, wie ich es möchte. Das heißt, ich werde euch offen und ehrlich sagen, was ich mir vielleicht gedacht, gemacht, getan habe. Wo er falsch liegt, wo er richtig liegt. Das und Video wird gestrikt auf jeden Fall, würde ich sagen, wenn er keinen Kaffee und Kuchen macht. Das ist der charismatische Kuchen. Der dritte YouTuber in dieser Liste, den hatten wir schon mal. Allerdings gibt es da jetzt neue krasse Infos und das passt am besten in dieses Format rein. Und zwar geht es nochmal um Kormane Krieger. Das bin ich seit 2010 am Start. Das Ganze seit 11 Jahren Twitch-Partner. Ich weiß gar nicht, ob Twitch damals vor 11 Jahren noch Twitch hieß oder Justin TV. Ja, aber das bin ich. Da gibt es jetzt total krasse neue Infos. Der war früher zu Anfängen von YouTube, als ihr alle noch in den Kindergarten gegangen seid, eine wirkliche Größe. Und zwar mit Call of Duty Commentaries. Seine Erfolge... Marcel hat Katja gefickt. Die meisten Videos haben auch hunderttausende Aufrufe gehabt und er war eine Zeit lang auf YouTube unter den Top 20 mit den meisten Abonnenten. In Deutschland, das habe ich irgendwie nicht gesagt. Um ganz ehrlich zu sein, mein Rekord auf YouTube war Platz Nummer 7. Laut Social Blade. Wenn wir schon hier ehrlich sind, dann packen wir auch mal richtig aus. Ja, jetzt packen wir aber mal richtig aus hier. Jetzt kommen wir aber auch Social mal. Social Blade, der ein oder andere mag das vielleicht kennen hier. Und da gibt es dann so Top-Listen und dann gibt es die Top-YouTube-Channel in Deutschland. Und damals war ich hier auf Platz 7. Krass eigentlich, ne? Der Subscriber. Moment. Der Subscriber, wenn ich heute Platz 7 wäre, hätte ich 10,9 Millionen. Ja, das Problem ist mit dem, ist das Deutschland? Ja, ne? Ja, ja, das Ding ist halt, da sind auch voll viele, ich meine, sowas wie Ice Cream Rolls ist halt per se kein deutscher Kanal. So, wisst ihr, wie ich meine? So, das macht halt internationale Videos. 10,9 ne? Millionen Subscriber. Und ihr seht jetzt mal selber, zu Ricky Show, kurz gesagt, in der Nutshell, Härtetest, Crazy Fork, Lunes Saru, Ice Cream Rolls, Drurati, Box Tox TV, Pamela Reif, Freekickers. Freekickers ist auch schon ein Kanal, der ewig dabei ist. Aber hier war ich damals auf Platz 7. Hier war ich damals auf Platz 7. Julian Bam, Bibi's Beauty Palace, Gronkh auf Platz 28. Ja, also nicht in den Top 20, Platz 7 kann man genau sagen. Da war ich... Schlecht recherchiert einfach. Wie soll ich sagen? War ich echt stolz drauf.
Allerdings hat er sich in den Safe. Jahren Ich war auch mal unter den Top 200. Ich glaube, mein Top war irgendwie 180 oder so. Da habe ich mich auch gefreut. Aber nämlich irgendwann rausgeflogen. Wirklich so überhaupt nicht weiter. Ich weiß, das Ding ist, ich finde Abonnenten per se auch gar nicht so wichtig. Das sage ich nicht, weil ich welche verliere, sondern weil es wirklich meine Meinung ist. Ich finde halt viel wichtiger ist es, dass du von den Klicks her einfach stimmst. Ne? Also jetzt zum Beispiel Kaiser hat viel weniger Abonnenten als ich, aber macht pro Video halt im Durchschnitt, glaube ich, ein bisschen mehr sogar. Und das finde ich halt viel, viel wichtiger. Entwickelt, also wirklich so null und auch von seiner Persönlichkeit her muss man sagen, dass er jetzt nicht gerade die Attitüde hat einer Person, die lange Zeit erfolgreich ist. Die Attitude zu haben von einer Person, die lange Zeit erfolgreich ist, gut, kann man jetzt natürlich leicht sagen, wenn man nach 13 Jahren jetzt dort ist, wo es ist. Fakt ist, ich mache das seit 13 Jahren, seit 12 Jahren, bisschen mehr als 12 Jahre hauptberuflich. Was ich aber sagen kann, ich habe mich nie irgendwie, außer für damals G2A, richtig hart verkauft. Und ich habe neue Sachen probiert, die mir gefallen haben. Ich habe versucht, neuen Content zu erstellen. Ich habe versucht, das Reisen mehr in den Mittelpunkt zu nehmen, was mir damals durch Corona sehr das Genick gebrochen hat. Was mir sehr das Genick gebrochen hat. Und, warte, was? Was mir sehr das damals durch Corona sehr das Genick gebrochen hat. Was mir sehr das Genick gebrochen hat. Und ich wollte einfach nicht mit dem Strom schwimmen. Ich hatte keinen YouTube-Buddy an der Hand. Ein Monte hat einen Elotrix, ein Gronk hat einen Sarazar. Boah, ich will der YouTube-Buddy von Commander Krieger werden. Bibi hatte Julienko. Alle hatten irgendwelche Partner, mit denen sie was zusammen gemacht haben. Das hatte ich so nicht wirklich. Ich habe mich sehr, ich hatte damals am Anfang, hatte ich so mit Frank Sirius habe ich ein bisschen was gemacht. Ich war mal bei Gronk irgendwie mal in einem Livestream mit dabei. Mal mit Pete Sweet irgendwie was gemacht, aber ich war jetzt keiner, der irgendwie so seinen Buddy an der Seite hatte, mit dem immer mal wieder irgendwas kam oder mit dem man etwas gemacht hat. Eine Zeit lang war es Solution, aber das Problem war, muss man auch einfach sagen, eine gewisse Unzuverlässigkeit zum damaligen Zeitpunkt, wo ich dann halt so meinen Kreis hatte mit einem Robert, mit einem Mr. Schlange, mit einem Despin, mit einem Das Marker. Die werden euch allen da draußen, die jetzt vielleicht dieses Video aufgrund von KuchenTV oder so gucken, die werden euch gar nichts sagen. Das war aber so meine Bubble, aber es waren keine YouTuber, das waren Freunde für mich. Das ist etwas, was mir definitiv, was ein riesengroßer Fehler war, dass ich mich da nicht irgendwie aufgestellt habe mit einem anderen. Und was mir heute auch große Probleme bereitet. Weil ja, safe. Also ich würde ihm da auf jeden Fall zustimmen. Also es ist jetzt nicht so, dass man halt einen Buddy braucht, um jetzt irgendwie erfolgreich zu werden. Also nicht Buddy im Sinne von Körper, ne, sondern halt einen Kollegen. Aber es ist, würde ich sagen, schon wichtig, irgendwo auch auf anderen Kanälen irgendwie seinen Platz auf jeden Fall mal zu finden. Ne? Also ich sag mal, das sieht man bei mir ja auch oder hat man bei mir auch gesehen. Ne? Also meine Videos liefen auch vor dem Skandal zwar immer besser, aber nachdem es dann die ganzen Reactions und so weiter gab, ist mein Kanal ja explodiert. Einfach weil sonst bist du halt, also du hast halt einen Kanal und die Leute können da draufklicken oder nicht. So, wenn du aber zusätzlich noch bei Trimax am Start bist, bei Unger am Start bist, bei Monte am Start bist, ja, das waren eigentlich so die drei, ne? Und noch irgendwer, keine Ahnung, Rezo glaube ich nicht, ne? Naja, vielleicht noch ein, zwei andere so, dann wirst du ja viel, viel eher gesehen, weil dein Name und dein Content auch in anderen Bubbles auf jeden Fall mal ausgespült wird, so, ne? Und das ist schon wirklich sehr, sehr wichtig. Also, das sieht man ja auch jetzt bei mir einfach, ne? Mit dem Monte-Effekt gerade, ne? Auf einmal habe ich wieder Plus-Abos gemacht, die Videos laufen ein bisschen besser, Leute reagieren eher vielleicht auch wieder auf mich, so, ne? Und das ist dann schon so ein Effekt, der auf jeden Fall spürbar ist, ne? Wenn du die ganze Zeit alleine Content machst, auch gerade Gaming-Content und so, ist es halt natürlich noch ein bisschen schwieriger, weil du dich halt krass abheben musst dann, ne? Und das ist halt nicht passiert. Weil oder passiert dann halt nicht, ne? Diesen Buddy an der Seite nicht habe. Ich habe es probiert, aufzubauen mit Mr. Sempes, mit Jimpanze, das waren Leute, die beim Padawan-Projekt gewonnen haben, Jimpanze macht das immer noch, und das war aber nicht so, wir verstehen uns, aber nicht so gut, dass wir wirklich, sag mal, tagtäglich irgendwie zusammenarbeiten. Also das war jetzt,
Das war eine lockere Freundschaft, aber keine richtig gute, dicke Freundschaft. Vor allem die Qualität auf seinem YouTube-Kanal hat sich wirklich nie verbessert. Das stimmt nicht. Also das muss ich sagen, das stimmt nicht. In Bereichen, die gewisse Leute nicht interessieren. Wenn ich zum Beispiel, und da kann ich einfach auch Sachen sagen, also dass man sagt, die Qualität hat sich nie verbessert, Oh, jetzt das werde stimmt ich hier aber überhaupt nicht. Und zurechtgewiesen. zwar, ich gebe in vielen Sachen zu, aber wenn man sich alleine diese ganze abgetauchte Serie anschaut, was ich zum Beispiel Ja, vor. okay, safe. Er hatte schon so einzelne Videos, die schon qualitativ gut gemacht sind. Da habe ich auch gesagt, diese Tauch, Dokumentation und so weiter. Okay, safe, ja. Da gab es schon einige Videos, die jetzt nicht qualitativ schlecht Drei waren. Da hat Jahren er schon recht, hochgeladen ne? habe, hat 16.000 Aufrufe, die Salem Express. Es ist ein sehr spezielles Video. Aber wenn man behauptet und sagt, die Qualität hat sich nie verbessert, Dieses Video. dann kann ich das diesbezüglich nicht annehmen. Am 15. Dezember 1991 legte sie im Hafen von Jeddah ab und steuerte Als ihr Ziel Beispiel. Safaga an. An Bord waren Pilger auf der Rückkehr von Mekka. Als Beispiel. So Leute, ich muss ganz kurz Fizzy reinlassen. Ich habe mit Fizzy geklärt, dass ich ihn hier am Fenster reinlasse tatsächlich. Deswegen muss ich kurz das Fenster aufmachen, damit er reinklettern kann. Auf ganz entspannten Hasen. Aber mit Einbrüchen kennt er sich ja aus, Digga. Alles gut. Ah, warte. Was geht, Bruder? Reicht das so? Einfach lieber fest oder wegen dem. Ja. Wie soll ich so reinkommen? Ja, bist halt ein bisschen klein. Ist auch ein bisschen eng hier, ne? Ich habe auch Gleitgel, sonst wenn du welches brauchst. Ja, komm. Zieh mich wach. Ja, komm. Okay. Oh, hier ist staubig, Digga. Ja, mach doch mal sauber. Meine Knie Nee, erledige. du musst es halt bei dem Rucksack ausziehen, ne? Der macht dich halt fünfmal so breit. Oh, Digga. Er hat sich gestoßen. Gehirnerschütterung ist da. Warte. Du könntest halt auch den Rucksack ausziehen. Du könntest mir auch einfach vorne aufmachen, Digga. Nein, das dauert viel zu lange. Das ist ja langweilig für den Stream, dann wenn die hier Ach so. gucken müssen. Am besten bricht jetzt der Kabelkanal noch ab, das wär krank. Junge, er ist drin. Oh, sorry. Kopf. Ist deine Kamera jetzt verrutscht? Ja, aber die kann ich ja einfach drehen, ja, alles gut. So. Wie reagierst du? Guck mal, der Krieger hat auf mein abgestürztes YouTuber-Dings reagiert. Ist der groß? Kennt man den? Ja, der ist riesig. Deswegen ist er bei abgestürztes YouTuber drin. Geiler Typ. Es geht. Ich nehme Jungs, alle mal ein Emote in Chat für den guten Twistmaster hier. die Tauchvideos als großes Grüßt euch. Beispiel. Egal, was es ist. Egal, ob es Der Staubiger. meine Höhlenduk meine Tauchschein-Dokumentation ist, How to Dive, der Weg zum Tauchschein. Diese ganzen Tauchvideos oder Höhlentauchen in Bayer Hiebe, die haben eine Qualität und die haben eine sehr hohe Qualität, die man auf YouTube kaum findet. In dem Warum durchs Fenster? Ja, guck mal, ich hätte jetzt herausgehen müssen, ihn reinlassen. Das wäre für den Stream doof. Das heißt immer noch KuchenTV-Uncut und das wird hier auch noch wirklich groß geschrieben. Deswegen habe ich ihn reingelassen. Hattet ihr gerade ein bisschen Unterhaltung? Twizzy hat sich am Kopf gestoßen. Besser hätte es auch gar nicht laufen können. Bereich des Tauchens. Es gibt definitiv welche, die das haben, wie ein Channel von Behind the Mask, das ja. Aber, und jetzt muss man sagen, worauf sich Kuchen hundertprozentig bezieht, ist die Qualität von Gaming-Videos. Und da gebe ich ihm recht. Da gebe ich ihm zu 100% recht, denn. Soll ich rausgehen oder? Nö, kannst du sitzen bleiben, oder? Alles gut. Ich habe für mich selber diesen Punkt gehabt. Ich bin kein Freund davon, diese Cut-Cut-Cut-Cut-Cut-Cut-Cut-Dinger zu machen. Ich nenne es mal jetzt so eine Art hungriger Hugo-Videos. Ich finde das für mich selber zu anstrengend. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, ich kann das auch dementsprechend nicht so vermitteln. Wisst ihr, wie ich das meine? Was du selber nicht magst, irgendwie, das kannst du auch, wenn du Koch bist, musst du Sachen herstellen können, kann man jetzt so argumentieren. Vielleicht ist das der Punkt, wo ich nicht einsichtig genug bin. Mag sein. Kann Die gerne ein bisschen Qualität schneller hat sich auch machen. nie großartig geändert. Da stimme ich zu. Es lag einfach daran, wo Monte auch recht hat. Ich habe sehr viele Gastkommentare genommen. Warum? Weil es mich schon sehr früh, wir reden von 2014, wir reden von 2015, sehr früh genervt hat, dass die Leute sich über mein Gameplay lustig gemacht haben und. Jetzt kommen natürlich die Leute und sagen: Ey, Krieger, scheiß doch auf diese Leute.
Aber es wurde immer mehr. Je mehr ich von meinen eigenen Gameplays genommen habe. Also dazu auf jeden Fall erstmal ja. Ich meinte halt eher so die Gaming-Videos safe, ne? Also er hat schon auch Videos, habe ich ja auch gerade schon gesagt gehabt, ne? Wie zum Beispiel diese Tauchdokumentation und so weiter. Die qualitativ tatsächlich nicht schlecht gewesen sind, außer den ganzen Tauchvideos und so. Der eine Zug von der Elfbar war zu viel. Die qualitativ gut gewesen sind. Ich meine jetzt aber so insgesamt den Kanal einfach betrachtet, ne? Dass er jetzt vielleicht auch mal Phasen hatte, wo vielleicht Vlogs kamen oder so Tauchvideos, die ja gut waren, ja safe, ne? Aber er ist ja auch für Gaming bekannt und da zum Beispiel habe ich ja dann auch als Beispiel dieses Fortnite-Video gezeigt, was ja öfter auch so war, dass die Videos halt nicht so gut waren. Desto mehr wurde darüber sich das Maul zerrissen. Sogar auch von Kollegen. Und das wurde immer schlimmer. Und das hab ich abgefuckt. Und das war auch mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich komme gar nicht mehr hinterher, das Ganze zu machen. Und ich habe definitiv in den Gaming-Videos, was schnitttechnisch angeht, keinen Wert drauf gelegt. Und sage ich auch jetzt, ist für mich immer noch der Punkt, wo ich sage, ey, keine Chance. Aber wenn man sagt, ich habe nie irgendwas gemacht, ne, dann ist es einfach in diesem Bereich nicht korrekt. Denn wenn ich jetzt den nächsten Punkt nehme, ich nehme jetzt nicht die Tauchvideos, die ein Punkt waren, ich nehme jetzt die anderen Sachen, wie zum Beispiel Black Stories. Wo ich auch Leute wie Hand of Blood, Monte, Pipapo, waren ja alle mit dabei. Aber auch da hat man gemerkt, dass die Kommentare runtergehen, was auch ein Punkt war, dass die ganzen Leute alleine, ihr stellt euch gar nicht vor, und das ist halt sowas, alleine es hinzukriegen, dass 4 Personen ihre Facecam aufnehmen und einfach nur inklusive Tonspur einem schicken. Ich glaube, die längste Zeit, die ich auf eine Blackstory gewartet habe, waren 3,5 Monate. Und ja, dann okay, kam nachher safe. Irgendwann, ja, ich habe es doch nicht gefunden. Also es ist mega, mega nervig gewesen. Ja, das verstehe ich aber. Safe. Wenn du mit anderen arbeitest, wir haben ja auch Tiki Kinder dann letztens Videos gedreht und die lassen ja auch voll auf sich warten. Wir waren da irgendwie zu 6 oder so und jeder hat mit seinem Handy so Facecam-mäßig aufgenommen und da auch, Digga, du musst teilweise 10-mal schreiben, dass man das hochlädt, wo ich mir so denke, Bro, also die meisten haben auch Zeit. Teilweise, keine Ahnung, Woli war hier im Büro, wir sagen ihm, lad mal hoch. Er lädt es nicht hoch, er hat hier im Büro, hat der WLAN, Bro, irgendwie 600.000er Gewerbeleitung, also auch mit irgendwie, keine Ahnung, 600.000 Upload oder so. Macht er einfach nicht. Und da wartest du irgendwie wochenlang, dass die ganzen Sachen kommen. Safe, sowas ist immer todesnervig einfach, mega. Wo ich halt gesagt habe, ey, ohne Scheiß. Und dann gingen ihm halt noch die Klicks zurück. So, und ich gebe auch ganz offen und ehrlich zu, über die Zeit fehlt mir halt auch das, wie soll ich sagen, die Motivation, das zu machen. Wenn die Kommentare kommen, ne, du spielst scheiße, das ist kacke, das nervt, das hat mich genervt, das hat mich abgefuckt und das hat dafür gesorgt, zu dem Punkt zu kommen, wo ich jetzt bin, dass mir die Arbeit mit YouTube gar keinen Spaß gemacht hat. Im Bereich der Gaming-Videos. Tauchvideos haben mir sehr viel Spaß gemacht, hat mich bereichert, war auch für mich lukrativ, sage ich auch ganz ehrlich, da kam dann Corona das Problem. Aber ich bin halt keiner, der diese neue, schnelllebige Welt mag. Ganz einfach. Und ja, also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. So, ne? Ich finde aber, dass man sich von Kommentaren halt nicht runterziehen lassen sollte. So, weil, also klar, ich lese auch gerne Kommentare, ich mache aber auch gute Videos, die sind natürlich alle durchweg positiv, so, ne? Da guckt man gerne mal rein. Kannst aber natürlich auch verstehen, wenn du halt jetzt so 50% oder so eher negative Sachen lesen musst, dass sich das natürlich irgendwann halt runterzieht oder runterziehen kann. Aber ich finde genau, das ist der Punkt. So, dann liest halt einfach weniger Kommentare, nimm dir das nicht zu Herzen, von mir aus sperr diese Leute oder so. Weil im Endeffekt, es ist halt dein Job. So, ne? Und ich meine, das sind dann irgendwelche vielleicht 12-Jährigen oder so, die dir in die Kommentare schreiben, dass das Video ja voll doof ist. Und wenn du dir davon die Motivation nehmen lässt, hast du ja dann später den Nachteil, dass du deine Reichweite verlierst, dein Geld verlierst und dann, ne, an einem Punkt bist, wo du sagst, ey, ich muss halt insolvent gehen und wieder normal arbeiten. So, ne? Also ich weiß nicht, wenn solche Kommentare sollten dich dann, finde ich, eher noch motivieren eigentlich. So, weißt du, dass man sagt, okay, jetzt ziehe ich halt noch mehr durch, ich mache vielleicht mal andere Formate. Ja, vielleicht waren diese Black Stories halt auch, wenn da 4 Leute dabei sind, einfach nicht spannend. So, vielleicht nicht das, was die Leute zu der Zeit sehen wollten, wobei die Klicks waren schon in Ordnung auf jeden Fall. So, aber dann kann man sich ja trotzdem auch andere Formate halt ausdenken und halt gucken, okay, was gefällt den Leuten, was gefällt mir und dann irgendwie so einen Kompromiss finden. Ne? Ich finde es sehr anstrengend, wenn Leute versuchen, ein Video so schnell wie möglich abzuarbeiten. Romix, gerne, Bruder. Danke, dass du da bist. Wirklich den Inhalt reinzupacken. Hauptsache, es ist einfach nur schnell zusammengecuttet. Sondern ist teilweise sogar noch zurückgegangen, was kaum noch möglich gewesen ist. Dass die Videos von Krieger für viele Zuschauer langweilig gewesen sind, das hat man damals auch sehr oft in den Kommentaren gelesen und war ein Vorwurf, den es quasi schon immer gegeben hat. Also schon immer gegeben, den gab es sehr häufig, ja, definitiv. Das ist eine Kindersicherung drin, Bruder.
Und bester Beispiel. Perfekt, dass er das nimmt. Als bester Beispiel, wie immer ungeschnitten gestummelt. Und ich habe diese Reaktion von Monte damals gesehen. Ich habe diese Reaktion von Monte damals gesehen. Und Monte hat gesagt, ey, du musst 3x2 Sekunden ranziehen auf jeden Fall. Einfach mehr in den Schnitt reinhauen. Du musst da mehr Liebe rein. Banane, Digga. Warte, warte, können wir kurz drüber reden? Der Freaky Viper, es geht nicht. Ja. Geht das hin, Bruder? Geht das hin, ich mach das. Sorry, und dann wird das direkt boomen und blablabla und tralala. Und da habe ich mir gedacht, okay, alles klar. Da habe ich... Was ist das hier? Easy hat der Carsten und der Welpe küsste mich. Gestern ange- nee, das war's nicht. Hab auf jeden Fall eine Reaktion darauf gemacht, wo ich dann halt das Ganze so geschnitten habe und. Langweilige Videos, ne? Ich weiß sogar, welches Video das war. Ich meine, das ist ja schön, du kennst ja halt mittlerweile der ganze Punkt. Meine Reaktion zu Monte. Ist ja auch das Geile, ne? Meine Reaktion zu Monte, ich reagiere drauf. Wie habe ich drauf reagiert? Ich habe die Kritik, habe ich mir ernst genommen. Ne? So, er sagte halt, dein Intro dauert viel zu lange. Daraufhin habe ich das spaßig gemacht, das ist halt mein Humor. So. Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu einem richtig leckeren Fortnite Drops. So, und hat dann halt hier, ne, wie gesagt, ich habe diese Kritik angenommen. Ist ja auch vollkommen okay. Kann man jetzt natürlich wieder auch ausgraben, passt natürlich wunderbar rein. Aber da war schon, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war meine Motivation schon sehr am Ende. Denn auch Monte hat mal in einem Video darüber gesprochen. Hier ging es um einen Kommentar, der sich darüber beschwert hat, dass es ein langweiliges, ungeschnittenes Gameplay-Video. Ja, wie gesagt, ich finde halt einfach, man ja, sollte sich von sowas einfach nicht die Motivation nehmen lassen halt. Ne? Ich kann das halt verstehen, auch wenn die Zahlen runtergehen und dann noch doofe Kommentare, die man da bekommt und so safe. Aber es ist halt irgendwo halt auch der Job, so weißt du. Und das ist halt wichtig als YouTuber, dass man halt von sowas sich eben nicht die Motivation nehmen lässt, sondern dass man gerade da dann vielleicht sogar noch mehr Motivation rauszieht, weiterzumachen, wieder nach oben zu kommen. Weil es ist halt dein Job, ne? Also ich meine, das Ding ist, was hat's jetzt gebracht? So, er hat dann halt keine Videos gemacht, weil ihn die Kommentare von irgendwelchen 12-Jährigen genervt haben. Und er ist derjenige, der jetzt Probleme hat. So, ne? Und weiter runter geht, nicht mehr hochkommt, die Zuschauer gehen immer weiter runter. Also, er hat ja einfach den Nachteil. So, und das ist halt so das Ding bei Selbstständigkeit. Du musst halt immer versuchen, egal wie schlecht es läuft, die Motivation zu halten. Ne? Video ist, was er da hochgeladen hat. Und ja, das angesprochene Gameplay-Video war wirklich langweilig. Ich meine, hier einfach mal durchgeskippt. 0 Kills. Am Ende dann 1 Kill und er hat gewonnen. Und das war das Video. Achso, und genau das ist der Punkt für mich gewesen, warum ich keine eigenen Gameplays hochgeladen habe. Weil mein Skill dafür nicht ausreicht, dort vorne zu sein. Das ist genau der Punkt, der mich gestört hat. Ich bin nicht der Gamer, der die krassen Scores mittlerweile reißen kann, der das schafft, wie auch immer. Ich schaffe das einfach nicht. Und ich bin nicht bereit, diese Arbeit und Energie in einen Fortnite oder in einen COD reinzustecken, um mit 17-jährigen, 16-, 15-jährigen Level-Up-Kindern, die auf dem Gamer-Teppich zocken, mit, was weiß ich, Gamer-Grip da rumwaschen, mitzuhalten. Natürlich gebe ich zu, wenn ich mehr... Ja, ich weiß nicht. Ich finde nicht, dass man unbedingt gut sein muss, um guten Content zu erstellen. Ich finde es, wenn nicht, dann musst du einfach halt irgendwie spaßige Videos machen, so dass... Ist auch in Ordnung. So, du musst nicht der krasseste sein, der in jeder Runde gewinnt mit irgendwie 50 Kills oder so. Ich guck mal gerade, habe ich mal irgendwie Fortnite? Guck mal, ich habe zum Beispiel selber hier auf meinen Gameplay-Kanal mal eine Zeit lang Fortnite gebracht. So, und guck mal, also für meine Verhältnisse, der Kanal ist ja auch komplett tot, lief das halt gut. So, ne, ich meine, gut, die haben ja auch ein bisschen mit Excel geredet. Wer hat denn die geschnitten, Digga? Weiß ich gar nicht mehr. Sollte ich eigentlich mal wieder machen, ne? So, und ich meine, hier am Ende, okay, die Runde lief anscheinend gut. Ich habe, ach nee, das bin gar nicht ich, bin tot. Nee, warte, ich lebe noch. Das bin sogar ich. Junge, 8 Kills? Was geht denn da? Ich habe sogar gewonnen. Okay, gut, das ist jetzt natürlich ein schlechtes Beispiel. Hier, Random Duo bekommt 10.000 Euro. Das waren, glaube ich, 2 Runden. So, guck mal, da bin ich auch dann irgendwie gestorben und habe keinen Kill geholt. So, aber trotzdem haben sich das Leute angeguckt. Klar, wegen ein bisschen so spaßigen Titel, paar Dislikes und so weiter bekommen. Aber du musst halt nicht der Krasseste sein. Du kannst auch aus, sag ich mal, oh, schlechtem Gameplay... Hast ja dieses Ding, ne? Ist einfach abgegangen. Du kannst auch aus nicht so qualitativ hochwertigen Gameplay, kannst du halt einiges rausholen auf jeden Fall. Cool, das Video ist einfach weg. So. Heute komplett durch Corona weggebrochen ist. Und ich waren wir gerade schon bei 24 Minuten? Das zu machen. Ich habe auch sehr lange jetzt rumgepimmelt. Warte mal, wo waren wir denn gerade? Hier irgendwo, ne? Und möchte ich nicht aufwenden. Dafür ist mir meine Lebenszeit zu kostbar. Ich bin 43 Jahre alt. Und ich gebe zu, mir fiel es, als ich, was weiß ich, 30, 31, 32 Jahre alt war, fiel es mir einfacher. Das soll jetzt keine Ausrede sein, wie jetzt irgendwie manche sagen, ja, du ziehst es jetzt auf dein Alter. Aber es macht mir einfach keinen Spaß, weil es für mich sehr, 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 sehr extrem anstrengend ist, ein gewisses Level überhaupt erstmal zu erreichen, wo ich damals schon noch nicht mal war. Das heißt, ich war nie der krasse Zocker. Es gab Leute, wie ich angefangen habe mit COD, die kennt ihr gar nicht mehr. Das war ein GSSD, das war ein Dr. Kaboom.
Dipsy, das waren Leute wie The Randy Savage, die haben richtig zerstört. Dann kam ein Asiali, die dann neu reinkam in die Szene. So, und dann kam auf einmal, Entschuldigung, dass ich das mal sage, der stationäre Elotrix, der mit der Quad Nuke auf einmal etwas erreicht hat, was vorher auch noch nie da war. Und wir reden jetzt gerade von den Anfängen. Und selbst da konnte ich schon nicht mit dem Skill mithalten, dieser Leute. Aber es wurde von mir in einer gewissen Art und Weise, weil ich Call of Duty Commentaries gemacht habe, erwartet. Und genauso wie jetzt hier im Kuchen TV, ja, es ist langweilig. 0 Kills. Richtig. Weil ich keine 10 Kills schaffe oder 5 Kills schaffe. Weil ich aber auch. Ist das zu schnell oder geht's? Dementsprechend so nicht spielen kann. Es bringt ja nichts, wenn ich, was weiß ich, dann mitten in dem großen Tower-Gedönse, ich weiß gar nicht mehr, wie der Laden hieß, lande. Und innerhalb von 2 Sekunden weg, weil ich den Skill gar nicht habe, die Leute wegzubashen. Ja, dann musst du das trainieren. Das ist für mich nicht der Punkt. Für mich war der Punkt, dass ich gesagt habe, ich distanziere mich aus dieser kompletten Szene, weil ich auch nicht mehr in diesem Punkt war, dass ich mich darüber aufregen wollte. Aufregen war das, was heute. Ja, safe. Also, es hat halt nicht immer was mit Skill zu tun. Ich weiß nicht, das ist schon irgendwie eine komische Einstellung, weil, wie gesagt, du musst halt nicht der Krasseste sein, sondern einfach nur der Unterhaltsamste. Also, selbst wenn du halt nicht gut bist, so zum Beispiel, ich habe ja halt so random Duo-Fortnite-Videos mal hier gemacht, die haben wir auch im Stream erspielt. So, und keine Ahnung, du kannst ja auch random Duos machen, mit irgendjemand in der Gruppe sein, den lustige Fragen stellen, da ein bisschen rumtrollen oder so, und hast ja dann trotzdem, selbst wenn du dann am Ende vielleicht einen Kill hast oder nach 5 Minuten stirbst, hast du ja dann trotzdem zumindest vielleicht schon mal ein halbes Video an lustigen Clips und so, die du nehmen kannst. So, man erwartet nicht von einem, also nicht von ihm erwarten das jetzt vielleicht einige, so, aber grundsätzlich musst du halt nicht der Krasseste sein. So, ne, bei weitem nicht, sondern da muss einfach die Ausstrahlung da sein, irgendwo halt der Unterhaltungsfaktor. So, du musst nicht immer jede Runde mit 30 Kills beenden. So, das erwartet man im Grunde halt nicht, sondern die Videos insgesamt müssen halt einfach stimmig sein, egal ob du gut bist oder nicht. Heutzutage bei Elotrix immer noch funktioniert. Ich meine, ich habe den vor ein paar Tagen bei LoL spielen sehen mit Solution und Mickey und No Way for User. Da geht es, sobald irgendwas passiert, um Schreien, um Brüllen, um Kreischen. Das brauche ich nicht mehr, das kriege ich nicht so hin. Und das ist nicht das, was ich brauche. Ich bin für mich selber wesentlich ruhiger geworden. Und der ein oder andere mag jetzt sagen, das ist langweiliger. Mag sein, ist auch gerne so. Nehme ich mir auf die Fahne, wenn das so der Fall ist. Aber ich weiß einfach, für mich ist dieser. Diese Messlatte in diesem Bereich ist nicht die Messlatte, die ich erreichen will. Ich möchte eine Entspannung bieten. Ich möchte nicht die kranke, scheiß, geisteskranke, abgefuckte Unterhaltung bieten, wo man sich, was weiß ich, keine Ahnung, hinsetzt und das brauche ich nicht mehr. Ich möchte auch nicht, dass meine Freunde oder was weiß ich, mein Umfeld, mit dem ich zu tun habe, sich fremdschämt. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass die Videos reingucken, wo ich da, was weiß ich, keine Ahnung, da fällt mal der Drop zu und so, oder was weiß ich, keine Ahnung, oder sowas. Aber das ist einfach so eine, wie soll ich sagen, ich finde es einfach für mich selber zu stressig. Und auch dazwischen gab es keine krassen Kämpfe. Ja, safe. Also das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen, ne, dass er einfach sagt, so dieser Content, der so ein bisschen aufgedrehter ist, halt auch für Jüngere einfach, na, dass das für ihn halt einfach nichts ist. Kann ich halt nachvollziehen, komplett safe. Ja, da kann man dann halt aber auch nichts dran ändern. Ne? Also du hast halt entweder die Möglichkeit, also du musst ja nicht mal jetzt komplett ausrasten. So, das habe ich ja in meinen Videos auch nicht. Ich würde auch sagen, dass ich eher so der ruhigere Typ bin. Ich bin jetzt auch nicht upgeraged oder so, wo ich Fortnite gespielt habe. Ich finde halt, Commander Krieger ist halt zu ruhig einfach. Weißt du, es gibt so eine Grenze, so irgendwann ist es halt zu viel. Irgendwann hast du so ein normales Mittelmaß und irgendwann ist es aber auch zu wenig. So ein bisschen ruhiger zu sein, ist ja, FIFA jetzt mal weggelassen, so, ne? Aber so, es gibt halt irgendwo so ein Maß, wo du halt dann auch zu langweilig bist einfach, ne? Und das, wie gesagt, ist halt bei Commander Krieger halt leider gegeben, ne? Klar, wenn er das jetzt sich fühlt, da rumzuschreien und so, kann ich ja halt komplett nachvollziehen. Aber man kann ja auch so spannend sein. Man muss jetzt ja nicht unbedingt ausrasten, so. Es gibt viele Leute, die Gameplay-Videos machen, die erfolgreich laufen. Die auch nicht komplett ausrasten, ne? Oder sonst irgendwas. Es war wirklich die langweiligste Runde, die man hätte hochladen können. Zu für mich aber trotzdem eine Challenge, überhaupt zu gewinnen, mit meinem Skill, den ich habe. Aber ist okay, ist ja vollkommen gut. In diesem Kommentar hat Krieger dann auch ein komplettes Rechtfertigungsvideo gedreht, wo er unter anderem Folgendes sagt. Aber ihr merkt es ja, und ihr seht es ja auf meinem Kanal, die Klicks werden immer weniger. Das hat auch, nicht nur, aber auch natürlich mit dem Content zu tun und auch mit YouTube. In einer gewissen Art und Weise hat das enorm damit zu tun, mit diesem sogenannten YouTube-Algorithmus. Ja, allerdings kann man halt nicht immer dem Algorithmus die Schuld geben. Gebe ich auch nicht immer, habe ich auch nicht. Es ist nur auch einer der Punkte. Aber das kann ein Kuchen-TV auch nicht wirklich schätzen, weil sein Kanal wesentlich später angefangen hat. Du musst dir vorstellen, ich hatte den Großteil meiner Abonnenten bis zum Ansetzen der Glocke. Und mit jedem YouTuber, mit dem ich gesprochen habe, der, selbst ein Gronkh, mit dem habe ich noch nicht darüber gesprochen, aber YouTuber, die ihren Kanal davor erstellt haben und nicht aktiv auf dieses Glocke abonnieren hingewiesen haben, haben riesengroße Probleme. Beispiel Debito-AP. Ja, die Videos waren halt einfach nicht spannend. Ja, aber da ist halt die Frage, haben die jetzt wirklich Probleme, weil die Leute da nicht so damit aufgewachsen sind? Also weil die einfach weniger Abonnenten haben, die Glocke benutzt haben. Jetzt zum Beispiel Debitor, ich sehe auch gerade krass abgestürzt auf jeden Fall. Ich kenne jetzt halt sein Content nicht. Gut, der schneidet wenigstens ein bisschen was. Das ist aber auch die Frage, ne? Also Kanäle können auch aus anderen Gründen abstürzen, ne? Einfach nicht mit der Zeit gegangen, einfach langweilig gewesen. Da muss man sich halt das genauer angucken. Ich finde, viele Leute machen es sich halt so einfach, immer zu sagen, ja, es liegt jetzt am Algorithmus oder jetzt haben die Glocke eingefügt, deswegen läuft mein Kanal nicht mehr.
Ich meine, es gibt ja auch genauso viele YouTuber, deren Kanäle noch laufen, die vor der Glocke da waren. Ich weiß jetzt nicht, wann die eingefügt worden ist, keine Ahnung. Alblali zum Beispiel, der Kanal lief eigentlich immer noch sehr gut. Der ist dann noch so ultra lange dabei. Gronkh. Gibt bestimmt auch noch ein paar andere. Also, ne? Stimmt. Wenn du so ein Video hochlädst, ist, dass es eine richtig niedrige Watchtime hat und dass Zuschauer vielleicht in Zukunft nicht wieder auf ein vorgeschlagenes Video von dir klicken, wodurch YouTube dann sieht, okay, das wollen die Leute nicht sehen, also schlagen wir denen das nicht mehr vor. Dass man für den Algorithmus natürlich irgendwo schon aktiv Videos hochladen sollte, ist richtig. Aber wenn du die Wahl hast zwischen vielleicht ein Video in der Woche, was qualitativ richtig gut ist, und jeden Tag ein ungeschnittenes, langweiliges Gameplay-Video, dann würde ich dir empfehlen, das Qualitative hochzuladen. Gut, das Problem ist, das Qualitative hochzuladen, stimme ich zu. Mittlerweile fehlt mir dafür komplett die Motivation, zu 100% hinzukommt. Was ist denn qualitativ hochwertig? Ist das, wenn ich einfach nur die Jump Cuts mache, ist das dann qualitativ hochwertig? Oder geht es um die Antwort, um den Inhalt, was ist qualitativ hochwertig? Qualitativ ist eigentlich das, was den Zuschauern gefällt. Und da ist ein großer Punkt, der mir halt mittlerweile missfällt, weil ich eine Zielgruppe mir aufgebaut habe, damals, die ich mit dem Content, der mich jetzt mittlerweile interessiert, wie Tauchen, wie Fotografie, Wildtierfotografie, IRL-Content teilweise, nicht begeistert, aber trotzdem nicht falsch verstehen, sind die Videos, die ich momentan mache, sehr, sehr lieblos größtenteils. Sehr, sehr lieblos größtenteils. 100%, weil mir die Motivation fehlt. Ist einfach so. Und ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so wenig hochgeladen. Ein Video, was mir zum Beispiel sehr gut gefallen hat und wo auch Arbeit und Mühe drin steckte, war die Seeadler Wildtierfotografie, Vlog. Unter anderem mit meinem Opa. Das ist etwas für mich. Wer mich kennt, weiß, wie ich darüber denke. Klar, Reaction-Videos brauchen wir nicht drüber reden. Kommen wir gleich aber nochmal zu. Das ist etwas. Und ja, mir fehlt einfach auch, ganz ehrlich, die Motivation. Wenn du halt einen Podcast machst und da kommt jemand hin und drückt dir einen rein und zerfick dich damit. Ja, das nimmt einem die Motivation. 100%. Ein Jules beispielsweise lädt auch nur sehr unregelmäßig Videos hoch, aber hat trotzdem extrem viel. Ja, weiß ich. Also er wiederholt sich auch halt ein bisschen. Naja, es ist halt schade, wenn dann die Motivation fehlt. Wie gesagt, er ist halt der Einzige, der was daran ändern kann. Ich denke auch, ohne jetzt irgendwie komplett auszurasten oder Konto für Kinder zu machen, kann ein Commander-Krieger halt wieder hochkommen. Na, ich denke nicht, dass es halt komplett weg ist, sage ich immer noch. Na, aber ja, wie auch einer reingeschrieben hat, so, ne, wenn er halt nichts ändern möchte, dann geht es halt nicht. Wie gesagt, ich persönlich finde es halt schade, ne, ich kann hier nur meine Meinung abgeben und ihm Tipps geben, wenn er die dann halt nicht annimmt oder auch die Tipps von dem Monte nicht annehmen möchte, so, dann muss er halt irgendwann normal arbeiten, vielleicht, wenn es halt dann gar nicht mehr läuft, ne. Viele Klicks, weil der Content halt einfach krass ist. Ich glaube auch, dass irgendwie das was mit der Motivation zu tun hat bei ihm. Und vergesst mir nicht zu folgen. Auf Twitch. Und das sind Dinge, die Commander Krieger also entweder nicht verstanden hat, oder er hat halt eh keinen Bock mehr auf YouTube gehabt und dachte sich, er macht halt einfach sowas. Genau, das ist der Punkt. Einem neuen Video hat Commander Krieger tatsächlich Folgendes gesagt. AK-Performance, um es mal anders zu sagen. Ich bin kurz davor, Insolvenz anzumelden, weil ich so wenig Reichweite habe und so wenig. Ja, ich dachte auch, dass der Tauchlehrer ist. Ich dachte auch, der hat eine eigene Tauchschule, aber anscheinend war das irgendwie nur mal so ein Event oder sowas, was der gemacht hat. Nein, im neuen Video, das ist nur aus meinem Livestream. Weil ich Reichweite generiere und meine Subscriberzahlen so niedrig sind und so sowas in die. Weiß ja gut, wie man untertaucht. Und das ist eigentlich ziemlich schade. Ich meine, ich habe mit Commander Krieger so meine Auseinandersetzungen gehabt. Ich glaube, wir beide mögen uns auch nicht. Aber trotzdem finde ich das tatsächlich sehr, sehr schade. Denn man muss zumindest sagen, dass er hier seit Jahren immer noch durchzieht, extrem viel streamt und die Zuschauer trotzdem immer weiter runtergehen. Wenn man auf der Twitch-Statistikseite einfach mal so guckt, dann ist er halt wirklich komplett gedroppt. Also jetzt hat er im Durchschnitt halt noch knapp über 100. Das Problem ist vor allem, dass er, glaube ich, immer noch nicht verstanden hat, warum seine Zuschauerzahlen immer weiter zurückgehen. Weil mein Content langweilig ist, weil das, was ich mir aufgebaut habe mit dem Tauchen, wo ich mir ein zweites Standbein aufbauen wollte, komplett durch Corona weggebrochen ist und ich einfach nicht die Motivation habe, das zu machen. Ich habe auch sehr lange jetzt rumgepimmelt. Mit Spielen. Ich wusste nicht, was ich spielen sollte. Sage ich euch auch ganz offen und ehrlich. Was habe ich gespielt? Ich habe versucht, Kontrollband zu spielen. Das war okay, hat mir Spaß gemacht, kriege ich Motion Sickness Scheiße. Ich habe sehr lange ein Spiel gespielt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, The Hunter Call of the Wild. Ich wollte gerne, und habe auch da mit dem Entwicklerstudio geschrieben, wollte gerne eine Serie machen, weil mir das Spiel sehr viel Spaß macht und für mich mit eines der besten Spiele aller Zeiten ist, The Hunter Call of the Wild, einen kompletten Guide machen. Für Anfänger. Das wollten die nicht. Sie wollten mir nicht gewisse Sachen geben, die ich dafür benötigt hätte. Und ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und ich hatte einfach für mich diesen Punkt, wo ich selber keine Motivation hatte und teilweise auch habe. Ich will nicht sagen, dass ich ausgebrannt bin. Ich hatte, als ich in Düsseldorf war, habe ich mir auch Hilfe gesucht dafür. Die ist jetzt, wo ich Münster wohne, auch weggebrochen. Das können vielleicht manche Menschen auch nicht verstehen, dass es Punkte gibt im Leben, wo man wach wird und am liebsten die Decke über den Kopf ziehen will und einfach will, dass der nächste Tag kommt. Wo man sich selber hasst dafür, gewisse Fehler gemacht zu haben, wo man sich selber hasst dafür, gewisse Sachen nicht zu machen. Wo man sich aber nicht aufraffen kann, wo einem die Energie fehlt, wo einem die Kraft fehlt, wo einem einfach die dieser entscheidende Schritt fehlt. Es ist immer schön, wie Leute, die
Erfolg haben. Ja, tut einem auf jeden Fall irgendwie weh oder leid, nicht weh, aber auf jeden Fall sowas halt zu hören, ne? Wie gesagt, ja, klingt so ein bisschen nach so leichten Depressionen oder so. Oder vielleicht auch irgendwie, weiß ich, Winterdepression, irgendwie sowas, ne, wenn man sich da nicht aufraffen kann. Ja, ich weiß nicht, also ich habe sowas tatsächlich halt nicht, also selbst in irgendwelchen Momenten, wo mein YouTube-Kanal nicht lief oder zum Beispiel, wo ich meine Partnerschaft verloren habe oder mich Skandale hatte oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, für mich gab es halt auch nie die Option, dass ich jetzt gesagt hätte, okay, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich mache jetzt kein Video oder weiß nicht, ich sitze jetzt einfach in meinem Bett und liege einfach nur rum und mache gar nichts. So, ich weiß nicht, ich habe das halt nie, also ich bin da immer dann so motiviert, dass ich sage so, hey, ich mache einfach weiter, ich ziehe durch und versuche halt wieder hochzukommen, ne? Kann das aber natürlich komplett verstehen, wenn das halt da ist, aber wie auch einer reinschreibt, ja, dann ist wahrscheinlich halt echt das Beste, sich halt irgendwo professionelle Hilfe zu suchen, ne? Also es ist halt nun mal nicht so wie bei einem normalen Job, wo du angestellt bist, du hast dein Gehalt und fertig, sondern als Selbstständiger musst du halt einfach da sein, ne? Du musst halt mindestens mal 100% geben, ne? Die Geld verdienen, die das Geld haben, in Anführungsstrichen, nach unten reden. Wenn du oben warst und du bist unten, da wieder hochzukommen, diesen Kampf zu schaffen, den kennen sehr wenige Menschen. In Monte hat es geschafft, aus diesem Loch, wo er war, hochzukommen. Aber in Monte ist seitdem, geht es bei ihm nur hoch. Und er macht es Gott sei Dank sehr gut richtig. Er hatte mal kleine Punkte drin, wo er Punkte hat. Aber bei ihm ging es, nachdem er oben war, nicht mehr runter. Und es gibt einige Leute, bei denen es von ganz oben nach unten ging und die Probleme hatten. KS Week, Line TV. Um einfach mal so ein paar Namen zu nennen, ohne das Böse zu meinen. Ne? Ich kenne die Leute nicht persönlich, aber einfach um mal ein paar Namen zu nennen. Und wenn man diese Tipps hört, ja, dein Content ist langweilig. Ja, ja. Ja, gut. Gut. Habe ich verstanden. Weiß ich. Und dann kommt er, ey, komm, reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen, du schaffst das. Mach doch mal was anderes. Diese Leute verstehen gar nicht, wie das ist, wenn man da unten ist. Diese Leute sehen das gar nicht, wie es ist, wenn wie gesagt, wenn man einfach die Decke über den Kopf ziehen will. In dem gleichen Stream hat er nämlich Folgendes gesagt. Ja, wie gesagt, ne, sowas ist natürlich halt immer sehr schade zu hören, ne, weil wie gesagt, unabhängig davon, ob wir mal eine Auseinandersetzung hatten oder nicht, sage ich irgendwie sehr oft, ne, ja, tut es einem trotzdem irgendwie leid, sowas zu hören, ne, weil er war ja irgendwie mal der siebtgrößte in Deutschland, sowas muss man mal überlegen, so, ne, und wie krass der jetzt halt down ist und dann auch gerade sowas zu hören, so, ne, da scheint ja irgendwo auch noch, sage ich mal, die Lust eigentlich da zu sein, halt durchzuziehen, ne, aber er selber jetzt vielleicht auch psychisch einfach an einem Punkt ist, wo er halt gerade nicht das umsetzen kann, was er halt gerne machen würde, ne, und das finde ich halt ja, also natürlich sehr, sehr schade so, ne, weil, weiß nicht, ich würde auch einem Commander Krieger auf jeden Fall wünschen, dass der halt wieder hochkommt, ne, ist jetzt natürlich mit Corona und dann den Tauchsachen und so weiter halt echt doof gelaufen. Ja, im Endeffekt ist das Einzige, was ich immer wirklich sagen würde, so, such dir professionelle Hilfe, versuch das aufzuarbeiten und versuch dann halt wiederzukommen. Also lustigerweise, ich arbeite auch gerade mit einer Firma zusammen, die so, die bieten halt Torwarttraining, mentales Training und so weiter an, mit denen machen wir gerade ein Projekt, aber dazu sage ich euch wann anderes mehr. Aber zum Beispiel da Krieger, ich kann da gerne den Kontakt erstellen, wenn ich das interessiert. Die sind auch nicht so teuer. Mentales Training, vielleicht hilft dir das einfach schon, dass man einfach so ein bisschen die Probleme aufarbeitet. Das bieten die auch online an, also dann halt über Facecam beispielsweise, kann ich dir halt nur raten, sowas zu machen. Ne? Dass man das vielleicht versucht, da hast du auch keine Wartezeit, wie jetzt bei einer Therapie oder so, dass du halt einfach daran arbeitest, ne, weil ja, wie gesagt, noch, denke ich mal, ist halt alles, kann man auf jeden Fall alles retten, ne. Interessieren sich halt nicht für mich und das kommt halt dadurch, dass irgendwie die ganze Zeit irgendwie vom Commander Klick los und immer irgendwelche dummen Sprüche hauen. Ich meine, die gucken sich eine Reaction auf Fritz Meinecke an und reagieren auf, ob sie bei Seven vs. Wild dabei sind und ich bin das Thema. Es liegt doch aber nicht nur daran, dass... Es liegt auch nicht nur daran, aber das sind auch Punkte, was halt ein Punkt ist, der einfach mir diesen Namen mitkriegt und das sorgt einfach dafür, dass viele Leute mich anschreiben und sagen, hey, endlich versinkst du in der Irrelevanz und. Was einem, du musst dir vorstellen, du hast einmal irgendwo einen Halt gefunden, einen kleinen Halt, wo du deine Finger kurz irgendwie festhältst, wo ich versuch's hochzuziehen und dann kommen diese Kommentare, die einfach die Finger wegschnipsen. Aber das versteht man nicht und das ist ja auch okay, gar kein Vorwurf. Aber das ist etwas, was einen niedermacht. Und wenn ich Reactions sehe, und das ist etwas, zu so einem Video, die meisten gucken das Video durch, ja, nein, sehe ich anders, ja, nein, sehe ich anders, oh, hat das super gemacht. So. Für mich ist eine Reaction, dass ich darauf reagiere, dass ich sage, okay, das sehe ich so, das ist meine Meinung dazu. Oder das ist ein Punkt. Wir kommen jetzt gleich zum anderen Thema. Gehen wir weiter. Irgendwelche Leute. Habe ich gemacht, Frosch. Aber ja, so. Ja, wie gesagt, also, ne, ich kann das halt, auch das kann ich nachvollziehen.
Ja, man darf sich halt von solchen Kommentaren halt einfach nicht runterziehen lassen. So, was soll ich sagen? Also zum Beispiel, wo ich meinen Skandal hatte, habe ich auch richtig viele böse Kommentare bekommen. Ich glaube, auf Twitch sind bestimmt 6000 Kanäle bei mir gesperrt oder so. Ich weiß gar nicht, kann ich es irgendwo nachgucken, wäre lustig. T zu dem K, Dankeschön für den Prime-Sub. So, man darf sich von sowas halt einfach nicht unterkriegen lassen. So, ne? Man muss halt einfach da drüber stehen, egal ob es gut oder schlecht läuft. Ne? Bei mir haben auch viele gesagt, ja, endlich läuft bei dir nicht mehr, blablablub. Klar, ich war jetzt sicher an einem Punkt wie Commander Krieger. Ich habe immer noch meine 100, 150.000 Klicks pro Video. Aber auch da gab es ja viele Leute, die sich da gefreut haben. Naja, ja, auf Twitter oder so, wo alles aus dem Zusammenhang gerissen wird, man immer negativ dargestellt wird. Das sind halt Sachen, da musst du halt als Influencer einfach drüber stehen. So, und ich kann auch jeden verstehen, der das nicht kann. So, ich denke schon, dass das irgendwo auch vielleicht so ein bisschen, Gabe klingt jetzt übertrieben, aber so eine Fähigkeit ist, dass man sowas einfach ausschalten kann. So, aber auch das kann man halt lernen, so, ne? Und da würde ich dann vielleicht auch mal ansetzen, irgendwie halt echt so ein mentales Training oder so einfach zu machen, ne? Dass man darüber mal redet, ne? Dass an solche Sachen halt nicht mehr runterziehen, ist halt auf jeden Fall schon der erste Schritt. Er könnte auch ironische Videos machen, wo er auf die Kommentare eingeht zum Beispiel, wäre auch lustig auf jeden Fall. Ne, also selbstironisch mit umgehen. Ne, es gibt auch irgendwie ein Video mit irgendwie, ich glaube bei Worldwide Wohnzimmer haben die mal so ein Video mit ihm gemacht, auch irgendwie so Commander klicklos. Und ich glaube bei einem anderen Format war auch schon mal in so einer Rolle. Das war auch lustig zum Beispiel. Das ist den Leuten egal. Wie vielleicht ich dich irgendwann mal Commander Klicklos genannt haben. Er ist halt einfach super langweilig. Es tut mir leid. Ich habe diesen Stream, den ich gerade eingeblendet habe, dann noch eine Zeit lang geguckt und auch vorgeskippt. Und teilweise guckt er irgendwelche Videos und sagt dann wirklich 10 Minuten einfach gar nichts. Richtig. Also er bietet für die Zuschauer überhaupt keinen Mehrwert. Richtig. Warum sollte ich mir das dann angucken? Wenn du nichts dazu beiträgst, dann kannst du doch nicht anderen Leuten die Schuld geben, dass du keine Zuschauer mehr hast. Auch die Aktionen, für die man ihn in letzter Zeit so halb mitbekommen hat, lassen ihn halt einfach sehr unsympathisch wirken. So hat er zum Beispiel in einer Seven vs. White Reaction Sascha vorgeworfen, dass er Flossen benutzt hat. Und genau das ist der Punkt, der mich so dermaßen ankotzt. Ich habe es Sascha niemals vorgeworfen, dass er Flossen anhatte. Und das ist etwas, was genau mich in der heutigen Zeit so dermaßen an YouTube ankotzt. Und genau das wird auch das Problem bei diesem Video sein. Die Reaction geht 3 oder 4 Minuten und ich habe jetzt schon 30 Minuten drüber gequatscht und die Leute schauen es nicht an. Warum? Wenn sie sich damit auseinandersetzen wollen, dann setzt euch hin, hört euch die Scheiße an, die ich zu sagen habe, oder verpisst euch direkt von Anfang an. Aber unterstellt mir nicht irgendwelche Sachen. Ja gut, keine Ahnung. Also man muss aber auch dazu sagen, also die Konzentrationsfähigkeit bei Leuten ist halt immer nicht so hoch. Da sind wir auch wieder beim Ding. Also ich finde auch, ich meine, wir gucken das Video auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Das haben wir noch nie gemacht. Ja, und es ist schon schneller als normal reden, auf jeden Fall. Aber es ist immer noch so, dass man alle Informationen halt mitbekommt. Und das ist ja auch genau das, was ich ja in dem Video gesagt habe, dass er da einfach halt zu langweilig, zu ruhig ist. So. Und ich weiß nicht, ob man da dann halt von jemandem erwarten kann, der sich vielleicht für das Thema interessiert, dann aber merkt, okay, es ist halt einfach nicht spannend, dann muss er sich ja das ja nicht 40 Minuten angucken. So, ne? Und wie gesagt, also er wiederholt sich auch schon sehr oft. Das hätte man auch deutlich kürzer halten können. Ne? Plus, wie gesagt, die Konzentrationsfähigkeit ist eh nicht mehr die höchste von den Leuten heutzutage. Sachen. Ein Sascha hat mir oder hat in den Titel geschrieben, Seven vs. Wild irgendwie fake. Moment, Sekunde. Sekunde. Sascha, Flossen. Fake-Vorwurf. Ich habe nirgendwo, allein der Titel, Seven vs. Wild Fake-Vorwurf. Ich habe nirgendwo einen Fake in den Mund genommen. Ich habe das Wort Fake nie in den Mund genommen. Ich habe nie gesagt, Sascha Huber oder Seven vs. Wild ist gefaked worden. Aber alleine dadurch, oder durch die gesamte Reaktion, die sich auch in Sascha Huber nicht wirklich angeschaut hat, ist das nicht passiert. So, und in dieser Szene. Ja, okay, safe, da würde ich Ihnen an sich auf jeden Fall zustimmen. Da habe ich dann das auch auf jeden Fall falsch im Kopf gehabt, nicht richtig recherchiert, da hätte ich mir das auf jeden Fall nochmal angucken müssen. Nehme ich auf jeden Fall an den Punkt. So, das Ding ist aber, ihm muss doch aber auch selber klar sein, er hat auf jeden Fall, hat er irgendwie gesagt, so dass das irgendwie aussieht mit den Wellen oder da war was Blaues oder so, dass das aussieht wie Flossen. Also er hat es zumindest in Frage gestellt, ob der halt welche hat oder nicht. Und das Video heißt ja auch nicht umsonst, Sascha hatte Flossen an. Natürlich mit einem Fragezeichen, es wird als Frage halt gestellt. Natürlich ist es keine Aussage, sondern halt eine Frage. Aber wenn du es ihm halt nicht vorwirfst und du auch weißt, dass er keine Flossen anhatte, dann mach doch auch nicht so einen Clickbait-Titel. So, also dann ist doch halt klar, wie das Ganze von den Zuschauern aufgefasst wird. Und es ist doch auch klar, dass sowas auch, vielleicht wenn man jetzt nicht mehr der erfolgreichste YouTuber ist, dass sowas durchaus mal auch viral gehen kann, was ja mit 40.000 Aufrufen auf seinem Kanal der Fall ist. Und natürlich ist das Thema dann so groß, dass Sascha dazu wahrscheinlich irgendwas sagen wird und dass natürlich auch er dann versucht, seine Klicks zu machen, halt indem er sowas reinschreibt, wie ja, hier, Sascha war gefaked, blablablub. So, also da hättest du ja auch einen normaleren Titel nehmen können. So, egal, ob du es ihm jetzt wirklich explizit vorgeworfen hast oder nicht, wird es auf jeden Fall in dem Video diskutiert. So, und da gibt es ja keine Diskussion. Es war ja einfach nicht so. Und selbst wenn du das, ist ja, also er hat das Video ja vorher nicht gesehen, selbst wenn du es dann halt erstmal sagst, musst du ja nicht das in den Titel schreiben. Du hättest ja auch alles andere in den Titel schreiben können. Wenn du dann nur darüber geredet hättest und es wäre gar kein großes Thema gewesen, dann hätte Sascha auch dazu nichts gesagt. Du hättest wahrscheinlich auch die Dislikes nicht gehabt. Dann vielleicht auch weniger Klicks, okay, aber ne, so das. So versucht man halt dann irgendwie vielleicht an Klicks zu kommen, aber im Endeffekt, man merkt ja halt, was passiert. Und das war auch vorher klar, wie das angenommen wird. Sieht man diese Schuhe, die für mich aussahen wie Flossen? Und ich habe
mich auch hineingesteigert, gebe ich zu. Aber ich habe versucht, aufzubröseln, warum das hätten Flossen sein können. Ich habe in der Situation auch geglaubt, dass es Flossen waren. So. Und die Gründe nochmal. Erster Punkt. Ein Knossi hat es vorher nicht geschafft oder sehr schwierig geschafft, an Land zu kommen, hat dafür sehr viel gearbeitet. So. Ein Sascha Huber hat mehr Muskelmasse, der hat es wesentlich schwieriger, an Land zu kommen, als ein Knossi. Fett schwimmt oben. Muskeln ziehen einen Menschen nach unten. Der nächste Punkt ist... Deswegen gehe ich nicht mehr ins Fitnessstudio. Knossi hat in seinem Stream gesagt, dass sogar Flossen mit an Bord waren, sogar gelbe. Der nächste Punkt, der kam, es gibt bei solchen Inseln gibt es einen sogenannten Whip Current. Das bedeutet, dass wenn die Strömung kommt, oder beziehungsweise durch die Gezeiten, sorgt es dafür, dass die Strömung einen Menschen von der Insel wegzieht, also herauszieht. Was, glaube ich, nicht geprüft worden ist, als die sich die Inseln angeschaut haben, wie die Gezeiten sind und wie dann die Unterwasserströmungen sind, etc. Und das alles zusammen, diese ganzen Punkte, diese ganzen Argumente, die ich reingebracht habe, waren für mich die Gründe, warum ich gesagt habe, das sind für mich Flossen. Aber ich habe niemals gesagt, dass es deswegen ein Fake ist. Ich habe sogar gesagt, wenn die den Flossen runtergeworfen hätten und er die anzieht, und zumal ich habe ja die Flossen, die ich benutze, auch im Stream gezeigt, die hätte man sich auch über Schuhe anziehen können. Dann Rip Current heißt das Ganze. Oder auch Brandungsrückströme, für die Leute, die das interessiert. Und ich habe einfach nur Argumente geliefert, die dafür sprechen könnten, warum er die bekommen hätte. Damit wird das Thema für mich eigentlich auch durch. Nachdem er gesagt hat, ich hatte die nicht, okay, alles. Wir haben sich die Gezeiten angeguckt, okay. Aber, dass dann mir unterstellt wird, ich setze Seven vs. White in Frage, ich werfe Sascha Huber Fake vor, das stimmt gar nicht. Aber hätte man sich damit auseinandergesetzt, ja, dann hätte man das auch gewusst. Aber stattdessen greift man irgendwie etwas irgendwo hin, man greift hier im Brock hin. Warum? Weil man in der heutigen Zeit gar nicht mehr sich die Arbeit macht, sich damit auseinanderzusetzen. Und diese Leute, die diese Aufmerksamkeitsspanne dafür nicht haben. Ja gut, das ist halt auch so. Was nachweislich, ja, aber er hat ja gerade selber gesagt, dass er quasi Argumente dafür gesucht hat, warum das erflossen sind oder nicht. Egal, ob er das jetzt als was Negatives dargestellt hat oder nicht, ist es halt im Grunde egal. Es ist halt trotzdem unnötig. So, und wie gesagt, mit dem Titel, mit der Aufmachung des Videos, es ist ja auch ganz klar, was er da in den Vordergrund stellt mit Sascha hatte Flossen an Fragezeichen. Finde ich nicht, dass er sich da halt wundern muss, wenn Leute halt darauf reagieren und das Ganze den Leuten halt negativ ausstößt. So, ne? Ich denke, da, vielleicht hatte Commander Krieger doch gar keine negative Intention dahinter, sondern wirklich einfach nur gesagt, ey, das könnte sein, aber es ist halt nicht gefaked oder so. Aber trotzdem ist ja das, was der Zuschauer halt mitnimmt einfach. Einfach, ne? Falsch gewesen ist. Dazu hat er dann irgendwie so ein FIFA 23 Points Glitch hochgeladen und ja. Mach ich jedes Jahr. Das sollte wohl irgendwie so ein April-Scherz sein, aber ich verstehe den Witz da ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß. Ja, ich verstehe deine Witze auch manchmal nicht, ehrlich gesagt, aber die Leute. Boah, Digga, geiler Front aber auch. Ich verstehe deine Witze auch nicht. Uff. Leute, die dich gucken, verstehen deine Witze. Gut. Das hat er auch schon öfter gemacht. Aber auch das ist halt einfach wack. In dem Video, wo er sich über diesen Kommentar abgelassen hat, hat er übrigens auch gesagt, dass er einfach keine Zeit hat, Videos zu schneiden, weil er halt den ganzen Tag streamt, teilweise irgendwie 10 Stunden oder so. Genau, weil Streamen ist mein Hauptberuf. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde auch nur eine Stunde in Videoschnitt investieren und ich lese nachher die Kommentare, dann zieht mich das wieder mehr runter und sorgt dafür, dass ich einfach 3, 4, 5 Tage lang in einem Loch hänge, wo ich nicht rauskomme, wo ich erstmal richtig ackern muss, dass ich erstmal überhaupt wieder, was weiß ich, aufstehe, um, was weiß ich, keine Ahnung, wieder vernünftigen, geregelten Leben nachzugehen. Aber das kann man nicht verstehen, wenn man das nicht kennt. Und ja, ich nehme das echt sehr persönlich. Für dich dein Leben ist und du da so viel Zeit reinstecken möchtest. Nein, Streaming ist nicht mein Leben und ich muss diese Zeit reinstecken, um mit dieser Selbstständigkeit mich weiter davon am Leben zu erhalten und was mich selber auch motiviert. Aber wie gesagt, mach das einfach den YouTube-Kanal kaputt. Es ist nun mal dein Job. Und anstatt dann 10 Stunden zu streamen, dann stream doch 9 oder 8 Stunden und schneide 1 oder 2 Stunden das Video, damit du halt... Welches Video soll ich denn schneiden? Damit fängt es doch schon an. Ich weiß selber für mich nicht, welches Video ich schneiden soll, was ich machen soll, was ich tun soll. Deswegen streame ich auch. Nicht deinen YouTube-Kanal komplett kaputt machst, so wie es halt jetzt passiert ist. Das ist ja gut, aber ich meine, da kann man sich ja sonst was ausdenken. Ne? Keine Ahnung, ein Commander Krieger könnte halt locker auch Reactions hochladen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ne? Also Reactions laufen immer, du machst einfach Reaction auf Videos, die ja halt gerade viral gehen und auf irgendwelche Skandale oder so, die kommen. Ich reg Twitch auf, danke für den Tier-1-Sub. So, keine Ahnung, kannst ja auch auf Kuchen.tv reagieren. So, dann schneidest du das halt eine Stunde, dass das halt so ein Best-of-Reaction-mäßig ist. Und dann machst du halt deine Aufrufe so, ne? Also, das muss ja nicht mal Kuchen.tv sein. Kannst auch auf Stay reagieren oder GZE Gamer, danke für den Prime-Sub. Oder auf die das Flask-Video von Stay und so weiter. Es gibt ja wirklich tausende Videos, was du da halt machen kannst. Ne? Jetzt kann man natürlich wieder sagen, gut, da hat er vielleicht nicht so die Lust drauf, safe. Ne? Aber, wie gesagt, da sollte man sich dann halt überlegen, gerade wenn man davon lebt, lohnt es sich auch mal Dinge zu machen, die man jetzt vielleicht nicht hundertprozentig fühlt. Ne, weil es ist halt trotzdem irgendwo noch ein Job. Das darf man nicht vergessen. Ne? Doch nichts langfristig. Auf Konk Let's Plays reagieren. Aber Uncut bitte. Wir sind halt wirklich an einem Punkt, wo ein YouTuber, der früher zu den größten und erfolgreichsten in Deutschland gehört hat, nicht mehr davon leben kann und gerade Bewerbungen schreibt, um wieder normal zu arbeiten. Das hat es so bisher noch gar nicht gegeben. Line TV. KS Week. Wie ist der? Ich glaube, Line TV arbeitet gar nicht normal, oder? War die nochmal von KS Week? Ja, und KS Week hat vor einer Woche angefangen zu arbeiten, das wusste ich nicht. Wie ist der Buddy nochmal von KS Week? Es gab einige auf jeden Fall. Ich wollte gleich auf das Tilo-Video reagieren, Kölner? Oder arbeitest du? Nö, können wir machen. Wollt mir nicht noch so ein anderes? Kabi, aber ich glaube Kabi. Was denn? Du hast mir irgendwas geschrieben gehabt. Irgendwer hat auf dein... Ah, Root K. Root K. Die machen noch was oder so, ne? Ich weiß nicht, ich habe mit denen halt nie was zu tun. Aber auch da gibt es einige.
Hey, P. Metcalf. Hast du einen Kopfhörer hier? Ja, oder? Timo, die mitgenommen. Liegen noch von dem ich war, wie hieß er nochmal, der riesengroß war. Der dann gesagt hat, hier, ich hau ab, aber gut, bei dem war es was anderes. Reaction in dem Stream hatte übrigens auch gesagt, dass er ja kein Leben von seinen Kollegen bekommt. Ja, aber wie gesagt, ja, aber bietest du halt einfach keine Mehrwert. Also machen. Ich wette, selbst du könntest... Können auch Thilo machen. Locker wieder hochkommen, wenn du einfach spannendere Streams machst und... Genau, und wenn ich mehr Spaß am Stream habe. Und genau das habe ich jetzt gerade zum Beispiel. Ich habe ein Spiel gefunden und ich habe etwas gefunden, was mir wieder Spaß macht. Wenn mir aber dieser Spaß nicht da ist, dann kriege ich noch nicht mal meinen Arsch hoch. Und diesen Spaß habe ich jetzt durch Red Dead Redemption. Wenn du wieder Videos machst, die irgendeinen Mehrwert bieten. Jetzt gerade hatte auf Twitch sogar wieder 855 Abonnenten, was... Jetzt gerade habe ich auf Twitch an dieser Stelle auch vielen Dank dafür. Das nicht. Sind wir gespannt. Jetzt gerade habe ich 1112 Abonnenten. Junge. Davon sind aber 800 Abonnenten verschenkt. Das ist krass eigentlich, ne? Aber auch heftige Community, muss man sagen. Also. Schon knallhart zu sagen. Aber vielen Dank an meine Community, die mich da supporten. Was gar nicht mal so wenig ist, denn in dem eben gezeigten Stream waren es irgendwie ungefähr 355, was halt ungefähr 700 Euro gewesen sind, was jetzt nicht gerade zum Leben reicht. Bei ihm ist halt das Ding, dass er teilweise auch sehr alte Zuschauer hat und alleine die ersten beiden Top-Sub-Giver diesen Monat haben halt schon 250 Subs verschenkt, was wirklich eine ganze Menge ist. Aber immerhin hat es für Commander ein gutes, sag ich mal, dadurch, dass er ja vor dieser ganzen Influencer-Laufbahn gearbeitet hat, hat er eine abgeschlossene Ausbildung, hat auch jahrelang normal gearbeitet und zumindest wird es für ihn halt jetzt nicht schwer, irgendwas zu finden. Auch die Selbstständigkeit, denke ich mal, wird da positiv mit reinspielen. Was sagt ihr dazu? Welcher von diesen YouTubern ist am härtesten abgestürzt? Wem würdet ihr es am meisten gönnen? Ja, so. Ach ja, so. Er hat euch als alt bezeichnet. Was mir fehlt, ist Motivation. Motivation, YouTube-Videos zu erstellen, zu machen, zu tun. Was mir fehlt, ist Kontinuität. Ein Zeitraum XY, wo ich garantiert streame. Was mir fehlt, ist ein fester Streamplan. Kriege ich alles momentan so nicht hin. Auch wenn ich es gerne machen würde. Ich kriege es einfach nicht hin. Er hat in einigen Punkten recht. In einigen Punkten bin ich vielleicht auch ein bisschen zu eingeschnappt oder zu ungenommen. Definitiv, was aber stimmt, unterm Strich. Ich habe viele langweilige Videos erstellt. Zu sagen, es hat sich nichts verändert, ist nicht korrekt. Nicht im Gaming-Bereich, das stimmt. Definitiv. Du nennst mich alt, du mieser Kleiner, also Trunks 79, ich schätze mal 79 ist dein Geburtstag, aber. Und hier ist ja, die neue Generation, Bruder. Nehme ich so an. Wenigstens Kritik, ich ja, safe. Ja, das finde ich auf jeden Fall gut, dass er das annimmt. Ich fand in ein, zwei Punkten, wie hat das, glaube ich, ein bisschen zu persönlich genommen irgendwie. Aber ansonsten war es auf jeden Fall eine Reaction, die auf jeden Fall klar geht. Ne? Folgenden Punkten, und solltet ihr dieses Video gesehen haben, und solltet ihr nach 40 Minuten immer noch hier sein, würde ich mich so dermaßen darüber freuen, wenn euch diese Themen ansprechen. Das, was ich momentan euch biete, ist Red Dead Redemption, was mir enorm viel Spaß macht, wo ich auch nachher wieder reinsuchten werde. Was mir des Weiteren Spaß macht, ist, und da arbeite ich auch gerade mit einem gewissen Hochdruck dran, sind IRL-Streams, wo ich unterwegs bin mit dem Fahrrad, wo ich euch mitnehme, mit euch durch die Gegend fahre, hier durch die Gegend, vielleicht später auch einen Fahrradanhänger hole, falls ihr irgendwo mal woanders hinfahren. Mein Ziel ist es, dieses Jahr von Münster nach Meerbusch zu fahren mit dem Fahrrad, 140 Kilometer an einem Tag, was für mich mit meinen 170 Kilo eine ganz und mit der 170 Kilo, Bro, weit werden wird. Und darüber hinaus möchte ich gerne... Wenn er Sport machen würde, wäre ein ganz anderer, um aus dem Loch rauszukommen, muss man irgendwas ändern. Ja, safe, also jetzt wirklich mal unabhängig vom Gewicht. Ich finde schon, dass Sport grundsätzlich auch einfach motiviert. Ich meine, ich gehe jetzt vielleicht nicht so aktiv ins Fitnessstudio, aber ich spiele ja Fußball 3-4 Mal die Woche einfach, ne? Und ich merke das halt selber, wenn ich jetzt so eine Woche gar nicht zum Fußball gehe, weil ich vielleicht einfach keine Zeit habe oder Training fällt aus oder so. Ich finde, man fühlt sich einfach schlechter irgendwie. Ich weiß nicht warum, so einfach, weiß nicht, man fühlt sich schlechter einfach irgendwie. Und ich denke auch, dass Sport halt helfen würde. Ne? Wenn er Fahrrad fährt, das reicht ja schon. Oder eine Stunde am Tag Fahrrad fahren oder selbst am Anfang vielleicht spazieren gehen oder schwimmen gehen, whatever. Das muss jetzt kein Heiß-Ding, kein Top-Sport sein. So, sondern es reicht ja schon, sich einfach halt ein bisschen zu bewegen. Ne? Und da halt schon mal anzusetzen. Fotocontent bieten, egal ob es Wildlife-Fotografie ist oder normale Fotografie, da möchte ich gerne noch ein bisschen mehr bieten. Wenn euch das interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr mal auf Twitch vorbeischaut. 170 Kilo. Ich bin 2,1 Meter groß und wiege 170 Kilo. Digga, ist 2,1 Meter groß, Alter. Junge, stell dich mal vor, der ist doppelt so groß wie du. Der ist größer als Manuelsen. Ja, ich will einen Boxkampf zwischen Manuelsen und Commander Krieger. Kriegen wir einen Film mit der Sponsoren? Ja, voll. 1.000 Euro würde ich dazu geben. Was hat Manuelsen bekommen für den Kampf? Weiß man das? Happy Meal. Okay, also ich biete beiden 5.000 Euro. 7-0. Ich bin ein fettes Schwein, richtig. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen guten Schuss, wie immer, euer Commander Krieger. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt.
Ja, aber wie gesagt, an sich gute Reaction so. Kann ich jetzt gar nicht so viel Negatives dazu sagen. Baumi, danke schön für den Prime-Sub. Wie gesagt, es ist halt einfach sehr schade. Er wirkt halt so ein bisschen... Ja, einfach, also ich glaube schon, dass ihn das halt auch sehr mitnimmt, wie seine YouTube-Karriere gelaufen ist oder wie sie auch jetzt läuft. Na, also muss man echt überlegen, dass er halt so weit unten ist gerade, also psychisch so, sage ich mal, vom Kopf her, dass er ja, also wirklich an Aufgeben denkt einfach. Ne? Und wie gesagt, also Commander Krieger ist halt immer noch ein Wort, so, ne? Also halt ein Name, den man halt kennt. So, ich glaube nicht, dass das jemand ist, der, wenn er jetzt nicht vernünftig anpackt, denke ich schon, dass der wieder davon leben kann. Ne? Der macht jetzt dann vielleicht keine 50.000 im Monat oder so, aber keine Ahnung, selbst wenn es im Monat 3.000, 4.000, 5.000 sind, ist super und das kriegt er locker hin, wenn er seinen Kanal aktiv führt. So. Und ich sag mal, so ganz ehrlich, ich glaube, Commander Krieger, so, er ist auch einer, wenn der jetzt postet, ey, ich suche einen Cutter, ne, ich mache aber gerade halt wirklich kein Geld, ne, vielleicht, dass man erstmal sagt, irgendwie kostenlos oder man versucht dem mal irgendwie einen Laptop zu sponsern oder irgendwie so, ne, dass man da was macht oder so, gibt es bestimmt auch welche, die das vielleicht für eine gewisse Zeit wenigstens mal machen. Und wenn es dann läuft, kann man die Leute ja bezahlen, so, ne. Ja, er muss auf jeden Fall was ändern, finde ich, so, weil ich würde es auch schade finden, unabhängig davon, ob ich ihn jetzt spannend finde oder nicht, würde ich es sehr schade finden, wenn er komplett aus YouTube einfach verschwindet. So, das finde ich immer schade, wenn so Leute weg sind. Und ja, hoffe auf jeden Fall, dass er da den Po hochkriegt und ja, sein Content halt durchzieht, ne? Bin gespannt.